Und herzlich willkommen zur nun wahrscheinlich oder tatsächlich letzten Folge von Minecraft Elemental Clash. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Das ist tatsächlich die letzte Folge. Warum das so ist und ein paar Sachen dazu werde ich jetzt auch so ein bisschen erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Das Projekt ist, ich glaube, ab morgen schon sein Ende. Ich habe jetzt die letzten Tagen auch, wie man sieht, nicht aufgenommen. Ich glaube, wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als 30 Folgen angekommen. Ja, wie soll ich sagen? Also ich habe in den letzten Tagen nicht aufgenommen. Ich hatte sehr viel vorproduziert und habe sowieso nicht viel aufgenommen. Und ich hatte eigentlich vor, demnächst, also heute, sowieso wieder mal eine Folge aufzunehmen. Aber dann am Montag diese Woche, also wenn ich das hier aufnehme, ich weiß nicht, wann diese Folge rauskommt. Geplant wäre es schön, wäre es Donnerstag rauskommt, aber ich kann es nicht versprechen. Also ich weiß es noch nicht, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Aber auf jeden Fall, ja, was soll ich sagen? Das Projekt wurde am Montag unter eindeutigen Beschluss beendet, das heißt, es wird nicht mehr fortgesetzt, leider. Aber es liegt doch daran, weil es viele Komplikationen all möglich gab. Es hat viele Probleme gegeben und hat überall auch die Lust gefehlt. Darüber, ich glaube, darüber habe ich auch schon mal in einem Video, ja, im Let's Build Video mal schon mal drüber gesprochen gehabt, wo ich da auch schon sehr dingsbetont das hatte. Das war eigentlich, naja, auch der Grund mittlerweile, naja, nicht ganz, da gab es noch andere Gründe, warum ich dann noch längere Zeit keine Folgen mehr aufgenommen habe. Ich habe quasi das, was ich vorproduziert habe, auch abgearbeitet, mehr oder weniger. Und ich habe mir dann quasi eine Pause gegönnt, habe, weil es gab mehrere Ereignisse, dass ich irgendwie keine Lust mehr auf das Projekt und wollte auch schon rausgehen, habe, wie es Cookie ist, zum Beispiel mein Kompade, ist schon vorher rausgegangen. Ja, aus einem Grund, auf jeden Fall, ich hatte ja schon mal in einem Let's Build Video gesagt, dass ich so ein bisschen gestört bin vom Projekt, da mit dem Boss-Monster und allem sowas hatte ich das ja alles schon mal genau beschrieben. Nun gab es noch einen weiteren Grund, warum ich noch irgendwann Aufgabe war, täglich Videos zu drehen. Also, ihr habt es ja nicht gemerkt, weil eigentlich bei mir immer täglich wirklich Folgen rausgekommen sind. Aber ja, dann gab es ja immer noch Gründe, dass da viele so von Regeln und so das ganze Spielprinzip so irgendwie dann auch offen, mehr wie offen, naja. Sagen wir es mal so, wie es ist, auf den Sack gegangen ist. Man hatte irgendwie keine Lust mehr und jetzt sind einige Leute rausgegangen, weil sie eben auch keine Lust mehr hatten und deswegen wurde das Projekt jetzt so gesehen abgeschlossen. Wir sehen jetzt nur drei Tage, die man quasi hier, die letzten drei Tage laufen gerade ab. Man hat schon gesehen, die Server-Dings wurde runtergesetzt, die Dungeon-Welt. Ich glaube, ich war noch in keiner Folge hier drin. Eigentlich habe ich eine Folge, aber die ist so gesehen weg. Die ist auch schon nicht mehr aktiv. Die wurde auch schon deaktiviert und wie man sieht, es sind sowieso nur vier Slots freigeschaltet. Das heißt, der Server ist quasi schon deaktiviert, aber er wird quasi die letzten drei Tage, dass jeder noch so eine Abschlussfolge drehen kann. Ja, was soll ich jetzt noch sagen, großartig. Das ist halt, es ist quasi jetzt vorbei. So Gründen, was so als so ein Projekt so gestört hat und so weiter, was mir nicht so gefallen hat, werde ich glaube ich mal in einer bald wieder kommenden Let's Build Folge machen. Da habe ich auch Bock, mal wieder was aufzunehmen von Let's Build. Ansonsten, ja, ich hatte mal in letzter Zeit sehr wenig Lust aufzunehmen. Und das finde ich auch sehr traurig, aber ich habe vor, mich das jetzt mal wieder zu ändern ein bisschen. So, ich habe hier noch ein bisschen Zeug drin, das kann ich ja mal anziehen. Fehlt mir einfach mal eine Brustplatte, ja, klar. Bahn- und Rückstoß, so. Der Server läuft auch nicht mehr so stabil, ich habe das Gefühl, dass er irgendwie seit einiger Zeit auch wieder richtig leckt. Von daher, ja, nehme ich mal eine Brustplatte. Ja, kann man nehmen. Gut, so, dann habe ich jetzt wenigstens eine Rüstung. Viel machen kann ich jetzt sowieso nicht. Ich glaube, ich werde die Folge auch, ich werde eigentlich werde ich nichts machen. Ich werde mir jetzt nur mal schnell was zu essen nehmen. Das ist ja wohl mein Recht. Ich werde einfach nur zeigen, was ich so in den letzten Tagen gemacht habe, wo ich nicht aufgenommen habe und was, ja, so alles passiert ist. Also nichts Besonderes eigentlich. Ich werde einfach nur mal darauf eingehen. Ansonsten, das Projekt war an sich spaßig, hat Spaß gemacht und das kann man wohl nicht abschließen. So, was ich zum Beispiel gemacht habe, ist hier die Treppe runterzubauen. Zudem habe ich auch erfahren, dass wir auch die Map, die kriegen wir auch, glaube ich, bereitgestellt. Das heißt, die Map, die wir hier alles gebaut haben, das kriegen wir quasi als Map bereitgestellt, sodass wir vielleicht. Vielleicht kann ich ja irgendwann mal so einen Einzelspieler oder mit ein paar anderen Leuten das Ding vielleicht mal irgendwie fortsetzen oder so, keine Ahnung. Muss man schauen, vielleicht kann man. Also die Map haben wir dann quasi da. Und da können wir bestimmt viele krasse Sachen mitmachen. Da kann man bestimmt sich noch irgendwas einfallen lassen. Vielleicht so ein Remembering Brot. Hä? Habe ich die Chance jetzt zu niedrig eingestellt? 3. Lol. Ich hätte gerne 5.
Gut, gut, gut. Oh, mein, das habe ich total vergessen zu erwähnen. Ich habe jetzt seit neuerdings auch ein Check-Traffic drin. Das ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Kraft. Das habt ihr, glaube ich, beim Anfang irgendwie stand da der Name des Kraftprojekts da. Also, was ich so gemacht habe, sieht man, glaube ich, auch schon fast, wenn man hier mal so lang schaut. Ich habe ein Feld angelegt. Ja, Tatsache. Mit Melonen, alles mögliche. Das habe ich alles gemacht. Dann, wie man sieht, habe ich auch, als wir gerade runterlaufen sind, die Treppe da ordentlich gemacht. Aus einfach Grund, es war notwendig. Die Treppe war viel zu unsicher und mein Geheimgang, der wurde auch schon mehr oder weniger von anderen Leuten entdeckt. Scheiße. Ja, das war sehr krass gut gemacht gerade. Und da ist die mal auf Skype online, das ist schön. Auf jeden Fall, ja, was soll man groß sagen? Einfach so eine entspannende Auslegung, obwohl es mir so ein bisschen entgegenkommt, weil mir ist auch irgendwie, wie gesagt, ich habe aufgenommen aufzunehmen und mir ist, ich habe, weil ich versucht habe, mir Lust zu finden, weil ich bin so ein Typ, ich muss schon Spaß daran haben, was ich mache. Also wenn ich keine Lust wirklich darauf habe aufzunehmen, dann finde ich das ein bisschen unnütz. Wieso soll ich aufnehmen, wenn ich keinen Spaß drauf habe? Und das hatte ich in den letzten Tagen wirklich wenig gehabt. Ich habe zwar viel noch offline gemacht, aber wirklich die Lust so aufzunehmen, das alles aufzunehmen, hat irgendwie gefehlt, weil ständig irgendwas durch den Scheiß passiert ist. Da sieht man die Treppe und hier habe ich eine schöne hier Brücke gebaut. Sieht geil aus. Ja, sonst habe ich auch nicht so viel gemacht. Ich habe immer versucht, ich war immer im Dungeon gewesen, an dieser Dungeon-Welt da, wo man das Monado angeblich finden kann, wovon ich auch öfters mal gesprochen habe. Hab da nicht viel gefunden eigentlich, ja, da war ich auf dem Nether, bin ganz oft drauf gegangen, hatte immer wieder OP-Rüstung gehabt, die ist mir immer wieder verloren gegangen. Ihr seht ja noch hier, ich habe ja noch so eine Teilrüstung so ein bisschen gehabt, aber das war so meine Ersatzrüstung mehr oder weniger, beziehungsweise meine Rüstung, die wollte ich eigentlich mit meiner Atemrüstung verbinden oder sowas, da braucht man mal Level, blibla plup, hat alles nicht geklappt, alles nicht hier funktioniert, deswegen ist es am Ende auch so geworden, wie es geworden ist. Ich glaube, ich werde die Folge wohl 15 Minuten beschränken. Wir sind nämlich schon bei 7 Minuten, da würde sich das anbieten. Wie man vielleicht auch hier sieht, habe ich hier diesen Bergfried, der eigentlich auch so ein großes Ziel war, mal ein bisschen aufgebaut. Das heißt, der ist eigentlich schon fast, also der ist in seiner Art eigentlich schon da. Man sieht, es geht hier tief weit runter. Und der ist quasi in der Art und Weise da. Ziemlich groß. Man hätte jetzt auch vielleicht als nächstes, wenn ich noch gebaut hätte, hätte ich das versucht hier auszubauen, also von innen auch. Dazu hätte ich aber den Berg, der hier drin ist, erstmal abbauen müssen. Das war so eine riesige Aufgabe, dass mir auch immer die Lust gefehlt habe, sonst hätte ich hier nur so einen riesen Berg gemacht, das hätte richtig geil aussehen können. Ich hatte eigentlich so viele Ideen, aber das konnte man alles nicht verwirklichen, weil man nie die Zeit dazu hatte. Man hat doch nur 30 Minuten gehabt, das war, also 30 Minuten pro Tag konnte man hier nur auf den Server rauf. Das war wirklich durch ein Plugin begrenzt, da konnte man nichts dran fuscheln und fingern. Und ich gehe mal Selbstmord. Batsch. Ich bin aus zu großer Höhe. Wie traurig. Da liegt meine Leiche. Oh, wie schön. Und schnell mal wieder anziehen. Ich glaube, ich werde zu Ende der Folge das auch alles wieder in die Kiste einlegen. Und hier liege ich ja. Wollte mich nochmal verewigen. Ja, meine Kiste habe ich immer so ein bisschen Projektzeug drin gepackt. Da sind noch ein paar Schwerter. Ich hatte auch schon viel besseres Zeug gehabt. Naja. In jedem Fall war hier auch noch Farm gewesen. Ich habe, kann ich ja mal zeigen. Wir hatten ja immer so Eisenprobleme, hatten immer relativ viel Eisen, weil wir immer so extrem viel verbraucht haben. Ich denke mal, das Problem haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt richtig viele Ressourcen hier. Oh, ich muss das mal ordentlich machen. Das war mir schon immer mal ein Bedürfnis. Das wollte ich sowieso mal als nächstes machen. Dass sie irgendwie mal aufräumen. Das ist total unübersichtlich hier. So, das, dann das Gold. So, mal sortieren. Dann die Kohle sortieren wir mal. Ja, letzte Folge, Sortierfolge, kann man sagen, und das ist auch leider so. Aber ich hab, es kam mir gerade vor wie so ein Creeper-Geräusch, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Aber hier sind ja auch immer so Geräusche, wenn man diese Dinger hier bewegt. Ich habe, glaube ich, meine Sounds gerade ein bisschen leise gestellt, deswegen kann man das nicht so unbedingt hören. Aber so ist hier gebrannter Ton, seid ihr unfähig. Das ist echt nicht wahr, ja. So, dann. Das Redstone. Das macht so ein komisches Creeper-Geräusch. Ah, hör auf. Ich über ein Creeper explodiert gleich hinter mir. Oh, hör auf. Nein, wollte ich nicht. Mal ein bisschen sortieren hier. Muss ja mal Sinn. Trash.
So, sieht doch schon mal ziemlich ordentlich aus. In irgendeiner gewissen Art und Weise. Feuerstein. Feuerstein ist für mich kein Erz in Nudeln. In Nudelköppe. Feuerstein gehört für mich wie das da rein. Feuerstein. Ja, genau. So. Feuerstein habe ich. Quarz ist ein Erz, meines Wissens. Ja, die Ordnung, die Ordnung, die Ordnung. Meine Fresse, so. Diamanten, Smaragden packe ich da mal oben hier in die Ecke rein. Siehst du, jetzt ist das schön ordentlich. Das muss es auch mal sein. Ich könnte jetzt auch die ganzen anderen Kisten hier alle ordnen, aber ehrlich, nur bei der ersten Kiste war es mir wirklich. Oh, ich habe ja auch das schöne Fenster hier gebaut. Das finde ich immer so geil. Ja, hier ist so ein kleiner geheimer Tisch. Also, ach, das hätte alles so geil werden können, hätte man viel mehr Zeit gehabt, hätte es alles nicht so dramatisch geendet und so weiter und so fort. Hätte so viel Spaß noch machen können. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten Folgen machen kann. Ich kann ja eigentlich nicht viel Besonderes machen. Ich habe auch nicht vor, das großartig zu schneiden oder so. Ist einfach so eine letzte Folge, Spaßidasi. Und von daher würde ich weiß nicht, ob ich jetzt schon beenden soll, aber ich habe noch 4 Minuten. Also, was heißt noch 4 Minuten? Ich könnte jetzt theoretisch den ganzen Tag hier auf den Server verbringen. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt nur noch 4 Minuten hier ein bisschen rumzuturteln. Nur ein bisschen was zu zeigen, damit ihr nochmal alles so sehen könnt und dann mich in Richtung neue Welten teleportieren. Nee, nee. Mit Projekten, was steht bei mir als nächstes an? Man hat gesehen, bei mir kamen relativ wenig Projekte und meine vom Kanal-Trailer so gepriesene Upload-Plan habe ich auch nicht eingehalten. Ich habe wirklich die letzten 2 Wochen gar nichts aufgenommen. Glaube ich, die letzten 2 Wochen sogar. Aber es kam natürlich immer regelmäßig eine Folge hoch, ganz einfach, weil ich so viel vorproduziert habe. Es hat, wie gesagt, die letzten Tage einfach die Lust gefehlt aufzunehmen. Obwohl ich denke, dass ich das durchaus mal wieder machen könnte. Also ich werde definitiv mal wieder aufnehmen. Auf jeden Fall nicht mehr so viel, weil ich muss Schule machen und da, also allein diese Woche und letzte Woche hatte ich so viel mit Schule zu tun, ich weiß gar nicht, was man da noch alles machen kann. Ja. Ja. Da hätte man auch schon schön hinbauen können. Hier überall und hier noch so eine. Oh Mann. Hier wollte ich noch. Hier so, da sollte eigentlich noch eine Stadt hin. Ja, da sollte eine Stadt hin. Hier sollte eigentlich noch ein Turm hin. Alles nicht geworden. Traurig, traurig, traurig. Hä? Wie bin ich denn jetzt hier lang gelaufen? Ah. Krass. Bam. Jo, erstmal alles kaputt gemacht. Musste auch nochmal Sinn. Ja, das war jetzt auch vermeidbar gewesen. Ich habe das mehr oder minder jetzt aus Absicht zu gemacht. Ja, was heißt Absicht? Ich habe es mehr wieder zugelassen. Also zugelassen im Sinne von nicht verhindert. Meine Schuld. Jo, schöne Feuerlogo. Also ich muss sagen, unsere Burg sieht eigentlich geil aus, aber es hätte noch viel mehr Zeit gekostet, um die wirklich fertigzustellen. Wenn sie fertig geworden wäre, wäre sie wirklich extrem geil geworden. Das kann ich versprechen, das wäre wirklich richtig geil geworden, aber ja, wie gesagt, es hat einfach. Ich würde gerne irgendwie noch weitermachen, weil ich habe auch irgendwie so. Ich finde das Projekt ja, die Idee des Projektes finde ich einfach so geil und ja. Na gut, na gut, na gut. So, was bald wieder kommen wird, ich werde demnächst mal wieder ein bisschen PvP aufnehmen. Mein Uploadplan werde ich mich auch sowieso nicht mehr halten. Ich glaube, da werde ich lieber wieder auf so eine Art spontan Aufnehmenweise aufstellen. Das heißt, ich werde immer nur spontan Videos aufnehmen. Vielleicht kommen auch bald mal neue Projekte. Ist eigentlich auch ein bisschen was in Planung, aber noch nichts Konkretes. Es steht nicht konkret fest, was als nächstes kommen wird. Von daher kann ich da nicht viel versprechen, außer dass es auf jeden Fall lustig wird und es definitiv noch nicht enden wird. Ja, ich laber jetzt sowieso gerade die ganze Zeit nur im Kreis. Ich wusste. Schön. Und hier ist ein Flamebow. Oh, krass. Da wäre ein Flamebow. Ja, sag nichts meiner. Ah, das ist der Felix-Kiste. Der hat da sein Zeug drin. Eine Redstone-Fackel und Eisenquark. Jo, und hier war Cookies-Kiste. Die kann man ja leider nicht öffnen. Das Plugin funktioniert scheinbar noch, oder? Ja, Tatsache. Das Plugin hat er natürlich nicht rausgenommen. Ich glaube, in der Kiste ist noch nicht mehr drin, seitdem er rausgegangen ist. Das war ja auch alles ein Prozess. Und wir haben auch eine interessante Folge dazu. Wie gesagt, ich beende das Projekt quasi an dieser Stelle und ich werde auch nichts weiteres dazu rausbringen. Die erste Folge, die fehlt, die Eventfolge, die ich eigentlich noch rausbringen wollte und all sowas, naja, wird also nicht nachgeliefert. Das Projekt wird einfach an dieser Stelle beendet.
da ich noch wirklich Lust fehlt, das umzuschneiden oder so, tut mir leid. Aber ich brauche immer Spaß daran, an das, was ich mache, und den habe ich hier leider nicht mehr. Na gut, würde ich sagen, das war auf jeden Fall noch eine sehr unproduktive, aber trotzdem sehr interessant. Naja, nicht, was heißt interessanter eigentlich. Eigentlich habe ich nur gelabert, ein bisschen was erzählt, und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch so ein schmerzhaftes Drumherum machen und ich noch ewig daran weitermache, hier irgendeinen Quark zu labern, würde ich sagen, das war's für diese Folge, für die letzte und abermal letzte Folge von Minecraft Elemental Clash. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft irgendwas, ich weiß nicht was, irgendwas Neues. Es wird auf jeden Fall irgendwas kommen, das kann ich versprechen. Ich kann nur nicht sagen, was und wann und wie und wo. In jedem Fall, wir sehen uns bestimmt nochmal wieder. Ciao, meine Freunde, und bis dann. Adios, muchacho.